Problem gehabt. Ja, Weiß Wizards hat halt, ist halt ein großes Risiko auf Cash eingegangen. Mal schauen, ob sie das hier auch auf Cobblestone eingehen möchten. Weil da können sie dann, wenn sie auf CT-Seite starten sollten und früh versuchen, viel Informationen zu holen, wie auf Cash zum Beispiel, und die First Picks verlieren, kann das ja eine sehr, sehr teure Partie für sie werden, beziehungsweise eine Partie, die weh tut, weil sie müssten dann ins Lower Bracket gehen, sollten sie hier verlieren. Jetzt geht's aber erstmal in die Knife Round. Ja, da wird natürlich schnell mal gekniffelt, wer auf welcher Seite anfangen darf. Vorteil liegt natürlich dann, meiner Meinung nach, bei diesem Matchup auf jeden Fall auf der T-Seite. Ja, da haben sich beide Teams gut präsentiert auf ihren T-Seiten. Berserk sowohl auf Overpass als auch auf Cash, und die Wise Wizards hatten gar nicht so viel die Möglichkeit, also sie hatten eigentlich schon die Möglichkeit, sich auf der T-Seite zu präsentieren, aber haben halt sehr unglücklich eben eine Runde verloren. Aber du hast schon recht, trotzdem entscheidet man sich bei Berserk für die CT-Seite, was die meisten Teams auch so machen. Ja. Wir gucken mal, was gekauft wird. Bei Rax viel Equipment, der Rest mit Kevlar, ein Defuse-Kit und eine Smoke bei David K. Immer eine gute Kombination in der CT-Pistol-Round. So, da kommen erstmal ziemlich viele Decoys zum Einsatz, mal die hinschmeißen. Klassiker, so ein kleiner Fake. Ich muss gerade sagen, so ein kleiner Fake mit Decoys. Warte mal, ob wir das demnächst in der Pro League sehen werden. Ja, bestimmt. Keine Ahnung. Aber der Headshot sitzt auf jeden Fall schon mal. Und das ist immer gefährlich. Run and Gun mit der Glock, ne? Die kann noch so doof sein, aber auf Run and Gun, auf 8 HP, ist die halt super tödlich. So, jetzt geht's auf den Spot drauf. Mal gucken. Da kommt das Backup. Oh. Und da rennt sie voll in Kito rein. Oh. Und da ist noch David K. dabei. Und die Runde ist vorbei. Ja, so schnell wie die Wise Wizards auf den Spot drauf kamen, so schnell ist Berserk bzw. Kito auch über einen Connector da, um direkt die beiden Spieler an der Rampe abzufangen. Und dann muss man halt nur noch den Spieler Richtung Holz finden und die Runde ist gelaufen. Ja, also eigentlich hatten die Wise Wizards alles richtig gemacht, konnten Tarsin schnell refraggen, aber dann kommt Kito halt einfach mit dem Schneeschieber da und pflügt die einfach weg. Also geht meiner Meinung nach sehr stark auf sein Konto, seine zwei Frags. Da kam kein Nachdruck mehr gegen den Spot, nachdem auch seine Mates damit geholfen haben. In dem Aufbau ein bisschen langsamer, durch den Molotov eben. Bei den Wise Wizards wieder viele Deagles dabei, die Smoke oben. Man muss sie ein bisschen abwarten, sonst macht man es dem CT unten zu leicht. Und Tarsin beginnt die Runde sogar mit einem kleinen Smoke Spray. Hat wahrscheinlich da den Fuß von Rax unterm Kleid hervorlugen sehen. Und es verteilt sich jetzt auch wieder ein bisschen. Oh, die Fake Flash! David K. dreht sich da schnell weg und Zylo geht mit hinterher. Was? Ein Kater. Da sagen wir immer, die Decoy, die hat keine Auswirkung. Und er kriegt auch noch einen zweiten Zylo. Sehr nice. Jetzt schickt man Derby runter. Der könnte jetzt hier eine Waffe auch hochwerfen. Die MP9 oder so, aber Colicious spielt da. Zylo spielt da natürlich lieber weiter die Deagle mit den Low HP. 4-3. Ja, und Derby hat eine sehr gute Position. Den will wir jetzt gemeinsam rausnehmen. Also einmal baiten. Tarsin geht rein. Runde ist jetzt erstmal für Berserk etwas entspannter geworden. Man hat immer noch den Waffenvorteil, nur der Spieler unten an der Rampe, ja, der wird nicht richtig abgecheckt. Oh, locker, mit der Deagle nochmal. Ist halt die 2 gegen 2, Tarsin zieht sich jetzt auf lange Distanz zurück, sucht das Duell und Mirbit deckt ihn mit im Kreuzfeuer ab und die Runde ist vorbei. Bringt zwei Waffen durch, das ist okay. Von daher, Berserk, ja, hat viel verloren Richtung Drop, aber da können sie sich bei Zylo bedanken, der mit der Deagle und der Fake Flash halt sehr, sehr viel Raum gewinnen konnte. Ja, wirklich. Also diese Decoy, wir sagen immer, sie hat keine Auswirkung, aber so eingesetzt im Dropper, wo man sich mal sehr schnell vor Flashes wegdreht, natürlich. Suicide Squad. Ja, alles rein, unten David K. mit einem zweiten, mit einem dritten, der Wechsel auf die USP. Ja, da muss Tarsin aushelfen, aber sein Mate überlebt, gut gemacht, 3-0. Und eine Flawless Round für Berserk fühlt sich gut an und bedeutet auch viel Geld. Denn ich könnte mir vorstellen, dass David K. die MP9 noch eine Runde weiterspielt. Ja, für Drop nicht die schlechteste Alternative. Da kann man auch ein bisschen Geld farmen. Gegebenenfalls eine AK bekommen, wäre halt super Bonus für ihn. Und durch die schnelle Feuerrate ist die MP9 in solchen Positionen nie zu unterschätzen. Da geht Tarsin erstmal sehr weit nach vorne, wartet da jetzt auf die erste Information, bis er flashen kann. Also man hat schon bei Berserk so einen kleinen Gameplan, dass man nicht zu früh das Equipment rausschmeißen möchte. So, Tarsin sparte auch fleißig seine Smoke und seinen Molotov für lang. Dafür wird in der Mitte schon ordentlich rausgeschmissen. Ja, mir wird versucht, so lange wie möglich unten Informationen zu bekommen. Da muss man dann Granaten einsetzen. Dann zieht sich Mirbit auch zurück.
Jetzt könnte man eigentlich versuchen, zusammen am Seitengang zu agieren, die Mitte so ein bisschen offen zu lassen und da halt einfach zu schauen, ob die Wise Wizards mit Granaten reingehen. Solek erstmal verschossen mit der AWP am Seitengang. Eine Minute noch, also ein paar Sekunden könnte man noch offensiv stehen an A, aber so langsam kann man sich auch zurückziehen und wir sehen, was Solek macht. Er geht zum Van und muss jetzt gucken, dass er Mirbit hier den Rücken frei hält, während der sich um die Rampe kümmert. Bedeutet aber auch, dass Solek ihn nicht unterstützen kann, wenn an der Mitte viel Contact ist. Der ist sogar runtergezogen, komplett. Das heißt, er steht wieder in so einer All-In-Position, wo er halt versucht, Schaden zu machen in der Ecke. Hatten wir ja eben schon. Und die West Wizards bauen sich Richtung A auf. So, da wird noch ein bisschen Stress gemacht mit Rax. Aber ansonsten liegt es jetzt hier in den Händen von Mirbe. Der wird direkt rausgenommen. Lacker mit dem nächsten. Der Spot ist gefallen. Aber die Rotation von Berserk kommt sehr schnell rüber. Man hat zumindest schon mal David Karlstungswort. Wie viel Schaden kann er da machen vom APC? Das ist die große Frage. Der erste mit der MP9 rausgenommen. Refrag kommt. Tarsin lebt noch. Und Kito mit dem Backstep im 3 gegen 2. Ja, der hat ein super Timing. Schnappt sich erstmal Rax. Position zwar früh verraten. Trotzdem erstmal den Ausgleich hergestellt. Und er geht auch sofort hoch, sieht den Spieler am Spot, auch der fällt sofort. Lacker mit 6 HP, muss jetzt also klatschen und sein Laufweg ist super gut. Schnappt sich da erstmal Kito, läuft jetzt nach vorne und was macht Tarsin? Der rennt zur Rampe und Lacker macht sie No-Scope. Was ist das denn bitte für ein Risiko? Er wird dann von Tarsin noch geholt. Ich meine, er hat sogar die Steps gehört und geht in die Ecke. Er hätte das natürlich auch so aufspielen können, dass er in die Ecke reinläuft, ruhig bleibt und Tarsin sieht, okay, Rampe leer, ich muss zur Bombe, die tickt immer schneller und er kommt wahrscheinlich über den Seitengang. Also, weiß nicht, ob das vom Timing so geklappt hätte. Ich weiß nicht, ich glaube auch sogar, dass er nicht in die Ecke gekommen wäre, ohne von Tarsin gesehen zu werden. Ja. Aber ich bin wieder zu viel im Konjunktiv unterwegs. 4:0 für Berserk. Durch eine schöne Aktion von Kito, weil er die zwei entscheidenden Frags im Retake macht. Immer eine schwierige Situation, wenn du beide Spieler auf dem A-Spot schnell hintereinander verlierst und sie können es trotzdem noch drehen. Super gemacht. Ja, Geld ist bei beiden da. Und Mirbit findet den ersten, Kito den zweiten. Also, man hat direkt einen vor A bekommen, einen vor B. Und das dezimiert und dünnt Wise Wizards erstmal ins 3 gegen 5 aus. Plus, dass man sogar einen Spieler mit sehr viel Equipment verloren hat. Rax hatte da ordentlich was auf dem Konto noch. Und man wird langsam auseinandergenommen. Kito findet sogar Spieler Nummer 2. Machen sich schön Richtung lang, geben keinen Raum ab. Und das passt. Und jetzt ist der andere Spieler auch noch auf dem Schirm da hinten in der Ecke. Den sollte man eigentlich ganz kurz gesehen haben. Diesmal übernimmt Solek die Rampe. Bombe liegt hinten. Aber der Spieler hat halt ein Riesenproblem in Richtung Lang. Der muss halt da aus seiner Ecke rauskommen und das Duell suchen. Und das ist der Refrag. Also keine Chance für die Wise Wizards, da nochmal zurückzukommen. So, jetzt geht man auch vor. Und da wird sich Okulisches freuen, weil da wartet schon einer. Und das ist Kito. Der hat zwar Low AP, bekommt aber frühzeitig die Information. Der pickt die Bombe. Oh, Kito wartet da in der Ecke. Das heißt, Okulichus muss checken. Und er checkt es. Der checkt es. Und er macht den Headshot. Damit nochmal vielleicht die Eröffnung für ihn. Es sind noch 36 Sekunden. Mirbit läuft schon von hinten durch. Und Okulichus wartet immer noch. Der lässt sich sehr viel Zeit. David K. hat nämlich gesagt, er ist nicht schnell auf B gerannt. Der stand ja an der Säule. Deswegen ist Mirbit auch nicht einfach Kopf aus reingerannt, sondern er wartet, bis Mirbit ihm ansagt, dass da was auf den B-Spot kommt. Und solange kann Mirbit natürlich sagen, 36 Sekunden, wenn er jetzt noch nicht an A ist, dann wird es wahrscheinlich, oder wenn er jetzt noch nicht am Dragonlore ist, dann wird es wahrscheinlich der B-Spot werden müssen. Oh. Deswegen geht Mirbit ein bisschen später los. Naja, sie haben ihn gerade verpasst. Okulisches kommt zum Spot, 6 Sekunden. Er müsste den Kill halt vorher machen und dann reicht die Zeit nicht mehr. Kurz noch angefaked, er sprayt ein bisschen und sie holen ihn sogar noch nach der Zeit. Gut reagiert. Schade. Von David K. Und vor allem auch von Mirbit, die das wirklich gut ausgespielt haben, ohne... die Runde wurde eigentlich knapper, als sie hätte werden müssen. Muss man dann einfach dazu sagen. War nochmal ein nice try. Ja. Aber die Zeit hat hier gegen die Wise Wizards gespielt. 5:0 für Berserk. Wise Wizards haben sich kurz erholt. Gehen aber direkt mal wieder in einen Waffennachteil. Und das ist der Knein-Pistol. Und man steht schon sehr explosiv bereit. Die Nade ist halt absolut tödlich für Lacker. Was kann Tarsin aus seiner Position machen? Super Support-Flash. Versucht mal ihn zu überpushen. Und Tarsin drückt einfach sein Magazin durch. Genau wie das David K. macht. Der verliert einfach seine verdammte MP9 nicht. Nee, die will er nicht abgeben. Der ist gerade mal zweimal gestorben. Und spielt seit der dritten Runde mit der MP9. Ja, die MP9 ist es in so einer Situation. Ist echt nicht schlecht, ja. Ja, weil die halt so eine hohe Feuerrate hat. Die macht zwar nicht viel Schaden, ne?
aber die hat halt diese krasse Feuerrate und zwei Schüsse auf den Kopf ist auch Headshot dann oder der Tod, ne? Also von daher, die darf man eigentlich nie unterschätzen. Besonders auch so Close Distance, ne? Wo halt ja. Feuerrate, Run. Er spielt sie auch gut, er hat sie auch in dieser Retake-Situation wieder offensiv gespielt. Er war der Erste, der am Balkon war mit einer Waffe, die eigentlich unmöglich ist, um den Retake dann wirklich durchzuziehen. Er kriegt trotzdem seinen Kill und verzögert ein bisschen. Also Hut ab vor dem, was David Kader mit der MP9 macht. Gutes Verhalten an der Waffe. Hat er von Scrunk gelernt. Bei Ironic. Solek, ja, geht direkt auf den Ersten. Er kriegt auch noch den Zweiten. Ah, dass Rax da nicht den Refrag macht. Und sie waren da auch ein bisschen zu gesplittet. Also ABP alleine da durchzuschicken. Fahrlässig. Ja, David hat jetzt noch im Dropper einen Kill gemacht. Titanic haben sie viel Kontrolle bei Berserk. Sie wissen schon grob, dass es Richtung A gehen wird, nachdem auch im Dropper kein zweiter Spieler runterkommt. Das wird nicht einfach für die letzten beiden Wise Wizards Spieler. Aber es gibt Möglichkeiten. Das wäre eine gewesen, aber Mirbit schießt da etwas schneller als Lacker. Und er hat auch gerade gesehen, woher die ganzen Flashes kommen. Auch hier nochmal gedroppt. Jetzt kann die Rotation kommen an B, komplett ausgeschlossen. Das, ich glaube, Derby war vorher schon low, der ging knapp daneben. Und ich finde, Mirbit spielt da sogar ein bisschen zu viel. Der sollte einfach David K. hier facen lassen. Und dann ist das Ding auch durch. Und in dem Moment, wo David K. dann ansagt, da kann er dann mit rumziehen und aushelfen. Ja, wie konnte David... Ach, da ist sie wieder. Der bringt nur die Waffe fürs Mate mit. Und jetzt kauft er die MP9. Ja. Was anderes habe ich auch nicht erwartet. Er spielt halt die Bank. Aber es ist halt nicht so, dass er unbedingt die MP9 spielen möchte, ja. Sondern sie gehen davon aus, dass jetzt eher eine Eco kommt. Mhm. Aber wir sehen halt schon die AK bei Rax. Also, ja beim 7-0 ist es immer schwer für die CT-Seite zu predikten, wann eine Eco kommt und wann nicht. Und hier hatte man halt eine Runde, wo kein Bombenplant da war. Und dann kann man auch mal sagen, okay, wir gehen mal jetzt von der Eco aus. Aber dann sollte man nicht überrascht sein, wenn trotzdem ja, der Loser-Bonus ist halt ja. Hier entscheidend. Und sie haben ja nicht viel Geld. Sie müssen halt jetzt drauf bauen mit dem wegen, was sie zur Verfügung haben. Das ist eine UMP. Lacker, was will er kaufen? Er kauft eine Galil. Also das Equipment ist nicht so gut, aber man hat zumindest die Smokes dabei oder die Nades, mit denen man ein Execute vorbereiten kann. Das soll wohl, so wie es aussieht, Richtung B gehen. Gut wäre natürlich, sie jetzt nicht frühzeitig zu verraten mit irgendwelchem Equipment, weil dann könnte man den Gegner auch so ein bisschen in der Ungewissenheit stehen lassen, dass man halt nichts dabei hat. Das wird jetzt schon zu spät sein. Berserk reagiert auch komplett anders drauf. Das heißt, die sehen die Nades geflogen oder die sehen die Nades fliegen und gehen direkt offensiv und suchen die Duelle. Ja, sie haben halt auch so viel Geld, dass sie sich solche Kleinigkeiten erlauben können. Dass sie mal wirklich ein offensives Titanic-Spiel angehen. Aber machen sie so schon die ganze Zeit wieder. David K. mit einem Kill im Dropper. Reicht immer aus, weil immer jemand dabei steht, der helfen kann, wenn es brenzlig wird. Und sie halten die Titanic dann auch. Letzter Spieler, ich glaube, noch nicht gesehen. Derby hat einen Schuss bisher abgegeben. Und der hat nicht viel zu feiern. Wird nochmal abgesmoked. Jetzt kommt so ein kleines Smoke-Play von ihm, da wäre eine Entry-Möglichkeit gewesen, aber es zerfällt so langsam bei den Wise Wizards. Auch das Aiming, muss man einfach sagen, lässt stark nach. Ein Rax, der einen Refrag eben gegen Solek setzen könnte, auch hier, das war ein wirklich machbares Duell für Derby. Da muss man jetzt mal wieder ein bisschen frisch im Kopf werden, ja? Das. Und wenn es, was weiß ich, Airwaves extra ist, die man sich da jetzt reinpfeifen muss, damit da mal wieder ein bisschen Durchzug herrscht. Ja, vielleicht auch eine taktische Pause wäre vielleicht eine Alternative. Viele Teams brauchen das ja, um vielleicht mal runterzukommen. Um bei Zack auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. So, da wird die direkt wieder abgeblockt. David K. weiß jetzt auch, dass der Gegner kein Geld hat, nachdem eben geforst wurde. Das heißt, die MP9 ist in guten Händen. So, das war überraschend. Unten Richtung Danger. Ja. Und der David war für Solek abgesagt. Der war für... Oh, die Nate auch noch. Die Smoke zurück. Okay, die Nate wird ein Kill sein. Und weg ja. Mit Lacker. Aber sie kriegen es gut unter Kontrolle ja. Auf. Es war halt ein gutes Timing, wo er noch draus ist. Da wirkte man etwas überrascht. Weil er die Smoke auch ein bisschen ausgeholfen hat. Oh, Rax nochmal mit der Deagle. Trotzdem 3 gegen 2 Situation. Derby hat eine Kevlar. Rax hat halt nur die Flash. Ansonsten die Deagle und nix. Und man sucht halt die Information. Mirbit sollte vielleicht jetzt nicht so weit nach vorne gehen. Jetzt kann er nach vorne gehen und macht nach hinten einfach dicht. So, Dragonlore hoch. Einer wartet noch am Drop. Und jetzt kann Mirbit einfach in dieser Position abwarten und die Kirschen pflücken. Ja, nicht weiter reinfacen. Das ist dann nämlich riskant. Er macht es halt einfach noch im No-Scope. Also, schöne Aktion von ihm.
Applaus, Applaus. Ich hätte es fast nur lieber gesehen, wenn er sagt, ich habe den ersten verschossen und höre einen zweiten auf mich zusteppen. Ich hau direkt ab nach dem ersten. Das wenn will er nicht. Wenn er dann wieder zurück auf den Spot kommt, dann bringt die Info für die Wise Wizards halt auch wieder nichts. Und auf der anderen Seite weiß Berserk, okay, die wollten eigentlich wieder Richtung A gehen, aber das haben wir denen versaut. Tja, Mann, das sind alles Spieler. Ich denke halt, dass bessere Teams, ja, das soll jetzt kein Flame oder so gegen die Wise Wizards sein, sowas härter bestrafen würden. Das heißt, da muss man, das muss man dann schon so sagen. Aber ich will hier kein 16-0 sehen, sondern ich will ja auch ein paar Runden für die Wise Wizards, die es jetzt mit einem B-Go versuchen. Tarzin aber wieder durch die Smoke, mal erfolgreich. Kito hat noch einen gemacht, bevor er abtritt. Und da fliegen schon die nächsten Granaten entgegen. Mirbit ist halt schon wieder durch und der wird jetzt Lacker einfach zerstören. Dann hat er noch gesehen, dass da einer unten am Speedway steht. Ja, und der letzte Spieler muss noch aus einer Smoke raus. Der Rax hatte die Bombe gelegt und hatte keine Chance, seine Position zu wechseln. Oh mein Gott, die Wise Wizards gehen hier gerade wieder härter unter als die Titanic. Ja, und wir hatten es ja schon angesprochen, dass Cobblestone da unter keinem guten Stern für sie steht. Von daher jetzt so auf dem Blatt Papier keine Überraschung. Aber dass die Wise Wizards bisher noch keine Runde geholt haben, das überrascht doch schon etwas. Berserk ist halt ein sehr starkes Team auf Cobblestone. Das haben sie schon oft genug bewiesen. Sie haben an ihren Situationen gebaut. Nachdem sie von Alternator gut auf den Sack bekommen haben, haben sie sehr gut nachgesetzt. Und jetzt ist der Boost sogar noch da. Da hat man Kito gar nicht auf dem Schirm, kann aber noch dodgen. Plus die Flash, das war eigentlich sehr gut gespielt. Man versucht hinterher zu gehen, aber Kito einfach im Positioning da nochmal einen Schritt voraus. Das war sehr, sehr gut von Berserk in der Situation ausgespielt. Man geht offensiv vor, ist aber auch direkt mit einem Plan B bereit, sollte da der Schuss vorbeigehen. Und noch ein Headshot Richtung lang. Also, ist einfach gar nichts für die Wise Wizards. Du hast vollkommen recht, dieser Flash war wirklich schön. Und im Endeffekt hat Kito ein bisschen Glück, dass sie noch gerade so in seinem Rücken aufgeht, kurz bevor er droppt. Ja. So, und jetzt versuchen sie es noch Richtung A. Ah, da wollte Mirbit ein bisschen zu viel. Am Seitengang steht aber noch einer. Und da geht Solek sogar rein. Wieder zwei schnelle Frags gegen A. Kann man das nochmal retaken? Natürlich wartet man erst auf die Smoke. Guter Molotov in die Mini-Hütte rein. Keine Granaten jetzt mehr bei drei Spieler, low HP. Und David K. sieht so aus, als hätte er Bock. Er geht erstmal gegen den mit 100. Der auf dem Spot bekommt einen Molotov unter den Arsch. Und Rax hat auch kurz gebrannt, aber Tarzin wird hier von Lacker abgekämmt. 2 gegen 4. Macht Kito erstmal ein 3, sogar 2 gegen 2 raus durch den zweiten Kill von David K. Und hat den letzten auch noch gesehen. Jetzt können sie zum Defuse. Wissen, dass der letzte da hinten steht. Die Bombe auch ziemlich offen gelegt. Wie spielt Okulicious das aus? Er steht erstmal dran. Die Bombe wird so gelegt, dass er es nicht sieht. Er muss aus der Deckung raus. Warum haben sie nicht an der Wand gelegt? Warum so weit hinten? Fitz Batman, 11-0. Ich fass es nicht. Damit haben die Wise Wizards weiterhin ihren Loser-Bonus. Ja, und das Geld wird langsam immer dicker bei Berserk. Allein, dass David K. halt, ich glaube, gefühlt über 10 Runden jetzt eine MP9 gespielt hat, hat er halt so eine dicke Bank. Tarzin stirbt nicht Richtung lang. Das gleiche gilt eigentlich für Mirbit oder Kito. Die sterben fast auch nicht. So, jetzt wird hier angesetzt. Wieder der Force bei den Wise Wizards. Und diesmal geht es schnell über Rampe hoch, aber da ist die Rotation eigentlich schnell genug. Gute Flash läuft da in seinen. Was war das? Oh, David hat echt noch einen Kill bekommen. Oh. Tarzin ist schon raus und überrascht erstmal Rax. Das wurde nicht gecallt, dass da der Drop kam. Vielleicht hat Derby das nicht gehört. 1 gegen 3 vom Spot. Die Bombe gelegt, anscheinend auch safe in der Ecke. Bekommt Molotov ab, die nächste AE nur noch 28 HP gegen drei Spieler, die 100 HP haben. Und er verliert schon im ersten Duell. Die Bombe war noch gar nicht geplantet. Was erzähle ich denn da überhaupt? 12-0. Aus der Ecke wäre auch nicht mal rausgekommen. Nee, das ist ja alles reingeflogen. Da haben sie den Grabstein schon beschriftet, bevor er überhaupt tot war. Und auch das Datum war schon eingraviert. Und die Zeit. Alles. Ja, kein gutes Ergebnis bei Sandy für die Wise Wizards. Es hat so gut angefangen, aber hier auf Cobblestone, ja, wahrscheinlich einfach nicht ihre Map. Und du hast es gesagt, der kleine Map-Pool bei den Wise Wizards. Ja. Und Mirbit hat hart sich da gerade verraten. Rax wartet da noch ab. Der hat nicht gezoomt, das heißt, er weiß nicht, dass die AWP da Richtung lang arbeitet. Da wird erstmal gut abgesmuckt. Also man täuscht so ein bisschen die Mitte an. Mir betrollt auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit raus, dass man bei dem Wise Wizards jetzt nicht so schnell vorwärts kommt. Und mir geht da gar kein Risiko ein. Bombe wart Richtung Drop. Das wird jetzt wahrscheinlich ein A-Split, so wie es aussieht. Ja,
Tarsin da noch ein bisschen am Rumrotieren. Aber wichtig ist natürlich, wie viel Druck kann machen. Der Kistengang machen. Ja, ein A-Fake nämlich, genau. Und Rax, Mitte unten. Sie sind im Dropper, meine ich, drin. Jawohl, auf Anti-Flash gestanden. Mit der eigenen rumgezogen. Und David K. macht da einfach wieder zwei mit der MP9. Er wird zwar dann von Laka noch getradet. Sie kommen jetzt sogar gut auf den A-Spot drauf. Oder zumindest in die Nähe. Wissen, dass sie jetzt gegen eine AWP facen. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Und Mirbit, er hat nicht, wahrscheinlich nicht die beste AWP. Und deswegen lässt er sich auch gerne zu schnellen Schüssen verleiten, wenn geshoulderpeakt wird. Ist aber auch nicht einfach, wenn man das normal nicht macht. 2 gegen 2. Aber noch keine wirkliche A-Spot-Kontrolle. Also das Einzige, auf was Derby hier gerade wartet, ist, dass ihm da einer unvorsichtig ins Fadenkreuz läuft. Aber genau in dem Moment kann Tarsin ja auch am Balkon abzielen, ob da jemand mit der Bombe zum Spot durchgeht. Ja, der Split. Aber Tarsin möchte nicht, dass jemand über den Connector Richtung B geht, deswegen diese defensive Posi. Und jetzt die Granaten, weil er den Plant gehört hat. Ja. Ah. Ein bisschen zu spät, bekommt da trotzdem den Frag und jetzt halt nur noch Derby am APC. Laka war nicht mal richtig rausgedrängt, also er hätte immer noch in die Deckung gehen können. Flash kommt rein und sie gehen gemeinsam drauf. Einer deckt Richtung Lang. So, jetzt hat man ihn gesehen. Ah, da ist das Timing ein bisschen doof. Mal gucken, ob Derby das noch schaffen kann. Es wäre die erste Runde für die Weiß Wizards und da ist sie. Woohoo. 12 zu 1. Welcome to the Scoreboard. Die Magier zaubern sich hier eine Runde sehr, sehr knapp aufs Scoreboard. Durchatmen bei den Magiern. Also, das ist immerhin das 16-0 abgewendet, muss man jetzt einfach mal so sagen, weil so wie Berserk da gerade gespielt hat, ist es wirklich eine echt schwierige Partie für die Wise Wizards gewesen. Ist es immer noch, keine Frage, aber die Schmach eines 16-0s muss man sich jetzt halt nicht mehr geben. Ja. Und sie traden Kito, das ist gut. Ein Trade ist auf der, ein One-for-One ist auf der T-Seite immer gut und mit solchen Kleinigkeiten müssen sich die Wise Wizards jetzt ein bisschen hochziehen. Vielleicht dann auch mal so ein bisschen Schaden durch den Smoke. So wie Tarsin hier ein bisschen Damage bekommen hat. Na, er will da die M4 weitergeben. Die hat David K. sich jetzt genommen. Geht es auch mit der M4 im Dropper? Oder ist die MP9 da das Maß aller Dinge? Ja, ich weiß. Bin ich mir noch nicht sicher. Ich glaube, die Runde ist weg, weil David K. seine MP9 braucht. Aber sie nehmen den Dropper ein. Das heißt, David K. wechselt auch die Position. Diesmal nicht dieses offensive Spiel, sondern eher das Kreuzfeuer, was man mit Tarsin da aufrechthalten kann. Ah, der Frag gegen Lang wird geholt. Der war so wichtig von Solek. Damit der Druck komplett über Kistengang weg. Und sie stehen halt Richtung Drop bereit. Plus, dass sie halt mit zwei Leuten versuchen können, Richtung Lang vorzugehen. Aber das war's schon. Sie sind sogar gezwungen, jetzt Richtung B zu gehen. Und sie bekommen sogar die Öffnung. Ja, es ist immer noch Tarsin. Und er wartet auf seine Chance. Der ist jetzt bekannt. Er braucht nachdem eine Flash. Chicken Coop kommt. Und er hat halt kein Backup. Jetzt ist Mirbit und Tarsin da. Kreuzfeuer steht. Und da ist es nur noch Mirbit und der hat jetzt ein Riesenproblem, weil er muss entweder irgendwo das Duell suchen oder versuchen, die Bombe zu legen. In dem Fall ist es das Duell, das gegen Tarsin ist, verliert er. 13-1, letzte Runde der ersten Halbzeit. Ist auch kein. Ist man, also, schönes Spiel aus Sicht von Berserk, keine Frage. Aber für einen neutralen Zuschauer, für uns auch nicht das beste Spiel. Weil die Wise Wizards immer wieder gegen die Wand rennen und sich diese eine Runde, die sie da haben, wirklich hart erarbeiten mussten. Ja. Und meistens entstehen die solche Runden dann wirklich nur situationsbedingt und nicht irgendwie, weil du eine Taktik findest oder eine Technik findest, um den Gegner dann auszuhebeln. Was eigentlich gut funktioniert hat, war der A-Spot. Also da haben sie häufig mal zwei schnelle Frags bekommen, wo sie dann auch wirklich mal Berserk unter Druck gesetzt haben. Ein bisschen schade, dass sie das nur so selten versucht haben dann im Verlauf der Partie. Ja, man hat da kaum Kistengangkontrolle gesehen. Oder mal Richtung Danger hoch oder was auch immer. Ja, weil Solek da halt auch von Anfang an immer gezeigt hat, dass er offensiv steht. Also ist schon wirklich gut gemacht insgesamt. Auch schön, wie David K. hier nochmal nachkorrigiert. Ja, Solek wieder an der Rampe, wird nicht gecheckt. So, jetzt blockt man einfach alles ab. Derby bekommt da zwar nochmal ein, aber sie werden da jetzt komplett in ihr Verderben reinrennen. Derby im 4 gegen 1. Und wenn da jetzt kein Wunder passiert, sollte das ein Tod sein. 14 zu 1. Ja, das ist. Da hat der Stier mal die Hörner ausgepackt. Und ordentlich den Magier vom Platz vertrieben. Mhm. Ist schon eine kleine Zerstörung. Ja. Muss ich niemandem erzählen, dass hier die Pistol Round jetzt Pflicht ist für die Wise Wizards. Wäre schön, ne? Ja, dann hätten wir nämlich noch ein bisschen mehr von der Partie.
14-1 der Spielstand. Wir starten und gucken mal, was die Wise Wizards so machen. Sie haben kein Defuse-Kit dabei. Hoffen wir mal, dass das nicht zum Verhängnis wird. Mitte wurde kurz gecheckt, ob da was Mitte oben ist. Am Seitengang auch noch nichts gehört. Für Laka eine kleine Bestätigung, dass es wahrscheinlich Richtung B gehen wird. Und erstmal in den Dropper rein. Da ist man schon weit durch. Ah, erst die nächste Flash sitzt, da konnte Sylo nichts machen und Kito schnappt sich dann sogar den Spieler aus dem Connector und den im Chicken Coop bekommt er auch. So kann Kito hier vielleicht sogar noch mehr machen auf dem Weg zum Ace, aber nur noch 11 HP. Das wird schwer, aber kriegt auch noch Kill Nummer 4 und den letzten macht er nicht. Kein Ace für ihn, aber Derby muss jetzt noch gegen 4 Leute Kills machen. Aber nur einen holt er noch hinterher. Am Ende ist es Tarsin, der die Runde beendet. 15-1 und damit 14 Matchpoints für Berserk. 14 Mal die Möglichkeit, sich für das Winner-Bracket-Finale der 99-Damage-Liga-Playoffs zu qualifizieren. Ja, die Ratsche war eben bereits schon für Kito, hat dann am Ende doch nicht gereicht. Aber ich finde, Berserk hat hier einfach auch besser... Sie hatte jetzt genau das gleiche Equipment. 2 Flashbangs. Und eine Utility-Granate, auch sei es Smoke oder Nate, die haben sie tausendmal besser eingesetzt als Wise Wizards in der Position. Und da wird auch direkt der erste Schaden gegen Lucker verteilt. Also die Runde sollte eigentlich für Berserk im Normalfall mit dem, was sie dabei haben, eigentlich nur Formsache sein. Solek frisst aber schon mal ein bisschen Schaden, also versucht auf jeden Fall hier den Raum vor der Titanic zu gewinnen. Da haben wir schon mal ordentlich eingesteckt. Jetzt darf Kito vorgehen und die Muskeln spielen lassen. Und er sucht. Der sucht wie ein kleiner Roboter. Nach den Eröffnungen, da sieht er auch den ersten. Boah, was ein guter Schuss von Kito. Ey, das siehst du aber auch, ich muss echt mal sagen, du siehst halt bei Kito auch die Erfahrung, dass er halt auch gegen bessere Leute spielt. Schon gespielt hat, ja, genau. Also er zerstört dann einfach nur, ja. So wie hier, wieder ein 4K von ihm. 16-1, 8 Kills in 2 Runden von Kito reichen aus, ja. Um die